Ich bin der Erzähler. Ich bin der Prinz ihrer Träume und ich bin so schön. Ich bin Aschenputtel. Ich bin die gute Fee. Es war einmal ein Prinz, der Prinz unserer Träume. Ich bin der Prinz ihrer Träume und ich bin so schön. Es gab auch die hässlichen Schwestern. Und die Schwestern der hässlichen Schwestern. Ich bin Aschenputtel. Ich bin so traurig, ich darf nicht mehr zum Ball. Bring uns unsere Ballkleider. Okay. Bring uns unsere Tanzschuhe. Okay. Bring uns unsere falschen Zähne. Okay. Wir sind so froh, wir werden mit dem Prinz unserer Träume tanzen. Okay. Wir gehen jetzt zum Ball. Okay. Aschenputtel, bleib ich hier und putze das Haus. Okay. Etwas später. Ich bin so traurig. Sei nicht traurig, ich bin die gute Fee. Oh, du erschreckst mich. Weshalb bist du traurig? Ich darf nicht zum Ball. Doch, du darfst. Ach nein, ich darf nicht. Doch, du darfst. Nein, ich darf nicht. Doch, du darfst. Okay. Jetzt darfst du zum Ball gehen, aber du musst vor Mitternacht wieder zurück sein. Etwas später auf dem Ball. Ich bin der Prinz ihrer Träume und ich bin so froh. Du bist so schön. Ich weiß und ich werde mit dir tanzen. Ich bin so schön. Okay. Wir sind so eifersüchtig. Ich bin so froh. Ich bin so schön. Ich bin die gute Fee. Sorry. Es wird Mitternacht. Die Uhr schlägt. Dong. 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 Oh, es ist Mitternacht, ich muss gehen. Okay. Und sie lief weg. Oh, ich habe den Schuh verloren, aber ich muss jetzt gehen, bevor der Zauber gebrochen ist. Oh, sie hat ihren gläsernen Schuh verloren. Ich muss sie finden. Und ich werde sie heiraten, denn ich bin so schön. Am nächsten Tag. Ich bin so traurig. Ich bin die gute Fee. Sorry. Der Prinz unserer Träume kam zu dem Haus und er war schön. Ich bin so schön. Du bist so schön. Ich weiß und du bist so hässlich. Wir wissen es. Ich habe den gläsernen Schuh dabei. Möchtest du ihn anprobieren? Nein, er passt nicht. Probiere du ihn an. Okay. Er passt. Ich bin so froh. Wir sind so eifersüchtig. Ich bin so schön. Ich bin so froh.
Und sie lebten lange und bekamen viele Kinder. Okay. Yo, ich bin jetzt hier gerade beim Schnitt vom ganzen Dings und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist mal was komplett Neues. Die Idee ist natürlich auch nicht von mir. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist so ein Stück, das man halt einfach gut bei Festen vorspielen kann, zum Beispiel in Geburtstagen oder Hochzeiten. Und ich habe das einfach auf YouTube gesucht und habe einfach nur so mega schlechte Wackel-Handy-Kameraaufnahmen gefunden. Und wir haben das selber mal vor ein paar Jahren privat halt bei einem Geburtstag vorgespielt und ich fand das einfach sehr lustig und habe gedacht, ich filme das einfach mal im Studio, damit man einfach mal eine einigermaßen qualitativ hochwertige Fassung davon auf YouTube finden kann. Ja, so gesehen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao.